Morgen. Läuft das schon? Ja. Leute, ich bin heute nach Rheine gekommen, denn Lea hat heute Geburtstag. Und ja, ich würde mal sagen, diesen Geburtstag werde ich nicht verpassen, denn ich habe etwas sehr, 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 sehr Dummes. Die Klappe, Mann, ey, der kommt hier hin und macht nur Scheiße. So eine Riesenkacke hier. Auf jeden Fall, Leute. Auf jeden Fall ist das Kostenlevel ganz oben und das Dummheitslevel auch sehr, sehr, sehr weit oben bei diesem Video, denn, meine Freunde, ich habe 50.000. Sogar noch mehr als 50.000, sind ja viel, viel mehr als 50.000. Auf jeden Fall, derjenige, der es gebracht hat, heute Morgen war sehr entsetzt und hat es nicht fassen können, dass wir das wirklich haben wollen. Guckt euch das einfach an! Ich habe 50.000 Styroporkugeln bestellt! Schaut euch das einfach an! Die ganze Garage ist voll mit diesen Styroporkugeln. Lea hat ja einige gute Sachen schon in den Geburtstag bekommen. Aber diesmal wird es ein negativer Geburtstag werden. Man kann doch nicht so ein Geburtstagsgeschenk machen, Moritz. Das ist schlimmer als... Weiß ich nicht. Ich dachte wirklich, du versteckst da irgendwas drin. Ja, nein. Damit kommt nichts rein, nur diese Kacke. Hier kommt nur die Kacke rein. Oh mein Gott, wie wär's, wenn ich darin was verstecke? Ja, das was Nettes. Wir. Das machen wir vielleicht. Okay, aber das überlege ich mir gleich erst. Leute, Lea kommt nämlich jetzt gleich und deswegen müssen wir das jetzt hier verstecken. Ich hoffe, sie geht nicht in die Garage. Leute, Lea hat angeblich die ganze Zeit den Wunsch geäußert, sich eine GoPro zu holen. Und die ist aber nicht meine, sondern von Tim. Ich würde sagen, wir gehen zum Mediamarkt und holen einfach eine GoPro. Okay, ein bisschen positiv jetzt diesmal. Ich wollte eigentlich nur was Negatives machen, aber mein Gott, let's go. Okay, ich habe mir noch einen kleinen Gehilfen hier noch geholt. Ja, einen ganz kleinen. Einen kleinen. Mhm. Tim ist auch schon lange nicht mehr in den Videos dabei das gewesen. Das ist tatsächlich so. Schau uns einfach an, Digga. Nein, Es geht auch so weit rein. Es geht auch so weit rein. Was? Das ist ja bis ganz hin. Das heißt, es ist komplett bis hinten voll. Digga, es gibt so viel Nerven. Okay, meine Freunde, wir sind hier gerade in Leas Zimmer. Ist eh egal, dass es unaufgeräumt wird, weil jetzt wird es eh komplett im Arsch sein. Ich fürchte, das ist minimal untertrieben. Schaut euch einfach mal dieses Zimmer jetzt noch an, okay? Eins, zwei, drei. Ich hab viel zu krank, Junge! Das ist zu viel Aufwand, das wieder wegzumachen. Und ich würde sagen, Lea, das wirst du mir nie verzeihen. Da geht jetzt alle nach oben. Guckt euch das einfach an, Junge. Vor allem das, was man hier sieht, ist ja nicht alles. Hier sind was, da hinten, hier. Ey, Moritz, ich glaube, wir müssen das abbrechen. Was sollen wir, Digga? Ja, egal, vergiss es. Den Scheiß breche ich ab, Junge. Lohnt jetzt auch nicht mehr. Hilfe! Kannst du noch atmen? Hilfe! 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 Okay, meine Freunde, der letzte Satz. Was haben wir getan? Junge, what the fuck, Alter? Ach du heilige Scheiße! Ich würde einfach komplett ausrasten. Aber Leute, ich habe ja noch eine nice andere Idee durch meine Mom bekommen. Okay, meine Freunde, jetzt noch das letzte Detail. Guck mal, Lea, ich will es einfach, dass es gut verpackt ist. Es kann ja sein, dass sie kaputt geht oder runterfällt oder so. Gut, dass eine GoPro recht stoßsicher ist. Nein, 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 sicher verpackt. Aber die Verpackung nicht, die könnte ich auch brechen. Ja, ja. Ich würde sagen, wir machen einfach... Oh mein Gott, du hast so reingeschissen gerade. Das war ich nicht. Du hast so reingeschissen gerade. Das war ich nicht. Du hast so reingeschissen. Mann, beweg dich ganz langsam. Alter, das war jetzt ein mega Fail, Digga. Der kleine Fail ist wieder aufgehoben, jetzt würde ich sagen. Let's go. Hoffentlich findet Lea sie wieder und sie ist nicht für immer verschwunden. Und... Ja, ich bin sicher, sie wird es nicht finden. Scheiße. Ich habe mein Handy verloren. Und es ist irgendwo hier drin. Das war so bescheuert. Warte mal, scheiße. Ich hab's gesehen. Kann man so dumm sein wie ich? Sagt er, während er in seinem eigenen Missgeschick wühlt. Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht, das kann nur mir passieren, sowas. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, es wird Zeit für die Entwicklung. Gleich, ja, aber Lea. Hallo Lea! Hallo! Alles Gute zum Geburtstag! Danke! Ich habe ja schon gesagt, dass ich eine kleine Überraschung für dich habe, ne? Ja. Freust du dich? Überraschungen sind immer gut. Also meine Überraschungen letzten Jahre waren ja immer ganz nice eigentlich, ne? War super. Und dieses Jahr habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen, meine Freunde. Ich würde sagen, let's go. Du gehst jetzt
jetzt los hier endlich? Ich warte hier seit Stunden. Nicht so frech hier. Seit 13 Uhr warte ich. Nicht so frech. Das ist dein Fenster. Es ist mal wieder mit sehr viel Mühe gemacht. Ja. Sehr, sehr viel Mühe. Aha. Ja, ich will schon mit diesem Brett haben. Hör mal ganz rein! Nur ganz rein! Vielleicht danke? Ja, vielen Dank dann an euch! Gerne! Aber das Ganze hat noch einen Grund, Lea. Das Ganze hat einen Grund. Und zwar das Paket, was ich dir schenke, dieses Jahr musste sehr gut verpackt werden. Das Geschenk, was da drin ist, musst du jetzt erstmal finden. Ich wette, es ist wahrscheinlich so ein kleines Geschenk in so einem riesigen Ding. Ich würde sagen, viel Spaß, Lea. Such das Geschenk. Wärmer. Wärmer. Mach ein bisschen freudiger. Super, danke. Oh, yeah! Ja! Wärmer. Wieso sollte ich mich freuen, wenn mein ganzes Zimmer kommt? Ich kann hier nicht mehr schlafen. Ich kann nicht mehr lernen. Ich kann hier nicht mehr essen. Ich bin Vergiftung bei diesem Gestank hier drin. Ey, das sieht einfach nach uns. Oh, wärmer, wärmer. Hier ist sowieso am Ende nichts. Thomas denkt sich schon an uns. Warte. Wo soll ich das denn hier finden? Es ist ein gutes Geschenk. Ja, ist es. Okay. Aber ich weiß ja nicht, wo. Hier ist es so viel. Oh. Oh. Also langsam werde ich wirklich etwas neugieriger, was der hier drin hat. You have it! There it is. Du hast es! Ja! Dann wollen wir uns mal überraschen lassen. Das ist ein schönes, Lea. Was richtig schönes. Moni, guckst du dir an? Guck ich schön. Sogar Mario reagiert, deswegen so schön ist das. Das ist schrecklich. Oh Himmel. Oh, was ist das? Oh nein. Scheiße. Wir haben... Geh rein, Moni. Geh rein. Nee, ich geh da nicht. Geh rein. Junge, wenn deine Eltern sich über sowas nicht aufregen, dann hast du, weißt du, dass du gute Eltern hast. Okay, Lea, probier mal die neue GoPro aus und schau mal, wie episch es unter Wasser aussieht. Ich glaube, es wird gerade mega krass aussehen. Okay, Lea, ich glaube, du kannst wieder hochkommen. Aber Lea, ich hatte auch eine andere Idee. Da du jetzt in diesem Zimmer hier wohnen musst, habe ich dir ein Schiff geholt, in dem du überall von rechts und links fahren kannst. Super. Probier's doch mal aus. Let's go. We're going on a trip in our favorite rocket ship. Am Abend hat Lea dann, glaube ich, irgendwie vergessen, dass die Dinger noch da sind. Oder dachte, dass wir die schon lange weggeräumt haben. Aber das war halt kein Witz. Die werden jetzt wirklich da drin bleiben. Was machst du hier? Wie sieht's denn aus? Ich gehe jetzt schlafen. Hast du da nicht irgendwas vergessen, Lea? Scheiße. Ich hab's nicht weggemacht. Es ist immer noch hier. Scheiße. Das heißt, du musst jetzt wohl darin schlafen. Ich muss erstmal mein Bett finden. Gute Nacht, Lea. Oh mein Gott, was ist mit dir passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Oh mein Gott! Was ist passiert, Lea? Ich kann gar nicht mehr laufen. Was ist passiert? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, Spaß beiseite. Aber ich würde sagen, jetzt denn die Scheiße muss nämlich jetzt wirklich weg. Let's go. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Okay, meine Freunde, jetzt wirklich guten Morgen. Scheiße muss jetzt weg. Guck dich das einfach mal an. Der ganze Flur ist auch schon im Arsch. Let's go. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott. Ja, ich würde lügen, wenn ich das komplett alleine gemacht habe. Natürlich habe ich das nicht.
Grüße gehen raus an Weihammer. All das hat jetzt einfach fast 4 Stunden gedauert, aber es ist jetzt alles wieder weg. Ich glaube, das war mal ein richtig kranker Geburtstagsprank. Mom ist also gerade hinter der Kamera. Versuch mal zu suchen. Halt die Klappe, Mann, ey, der kommt hier hin und macht nur Scheiße. Hauptsache, das Klopapier hängt ja immer noch. Mega. Also das ist einfach immer noch eng. Wohl bemerkt, dieses Zeug wiegt gar nichts. Trotzdem haben wir 64 Kilogramm davon. Der ist absolut. Lebt der eigentlich noch? Natürlich lebt der Hamster doch, hoffentlich. Wahrscheinlich ist da jemand drin, damit er herstellt. Ja, ein Fan. Woher wusste sie das? Johannes, komm raus. Spaß. Wir lösen es auf. Das hättest du suchen müssen. Der ist nämlich etwas andersfarbig. Warte mal, hier ist es. Hier ist es hin. Einer, drei, schnell. Ich mach mich an. Oh mein Gott. Oh nein, Sashi. Ich bin runter. Oh, du Süßi.